So, hallo, willkommen zurück. Die nächste Runde, Crusader Kings 3. Das Orktarreich wird immer größer. Das polnische Königreich wird auch immer größer. Es wächst und wächst und wächst. Sogar unsere Eigentlich Vasallen, Litauisch. ja schon, unsere Vasallen machen sich auch schon breit, wie hier unten zum Beispiel. Bei mir und beim Johannes hat er sich oben nach Litauen einer ausgegraben, eingegraben. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es jetzt so weitergeht. Und deshalb drücke ich mal wieder auf Play und wir schauen mal, was alles so ansteht. Ja, bei mir ist immer noch das Problem, ich habe keinen Spielererben. Und hoffe, dass deine Tochter, Nichte, sonst was mir bald einen Sohn gebärt. Ach, die wird bestimmt dir irgendwann in naher Zukunft einen Sohn gebären. Wer ruft mich denn in den Krieg? Der Duft aus der Küche. Befriedigte Beschwerden. Oh, ja, super. Mein Dude ist fett und wird immer fetter. Naja, er ist eine eifrige Frohnatur. Was soll man anderes erwarten? Und wir checken uns jetzt mal aus. Was? Ha. Ich will mit dem befreundet sein, weil der mag mich nämlich nicht. Und das kann ich so nicht akzeptieren. Einfach Ich nur, werde ja weil in den ich. innerpolitischen Krieg bei dir hineingezogen. Was? Ja, ganz komisch. Ach so. Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Irgendjemand breitet sich wahrscheinlich aus. Von meinen. Ach, Schrecken ist gut. Inzestuöses Verhalten wurde gerade offengelegt. In den Krieg rufen. Ja, jetzt habe ich hier sowas an der Backe. Ja, das nehmen wir an. Und Ja, so zwar, ähnlich geht's mir auch immer. Kujawin kämpft jetzt gegen Großmähren. Wollen die sich ausbreiten? Ja, deine Vasallen, ohne Witz, das ist so krank, die verbreiten sich so krass. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut für dich. Bei mir geht es halt nicht, weil Minsk ist viel zu groß. Ja gut, Kiew deine ist. schewrenischen Städte haben es gemacht. Ja, nach unten weg, aber sonst geht da halt auch nichts. Prestige pro Schrecken ist gut. Oh ja, das sind jetzt 7,3 Prestige. Das ist sehr gut. Okay. Ja, was könnte ich noch machen hier? Ah, ich bin echt so ein bisschen eingepfercht. Der ist halt mit dem verbündet und der ist so asozial. Der muss Also ich habe mir jetzt wegsterben. Litauen holen. Das ist mein Clan, Oh Gott, beziehungsweise die ist ja den noch unterwerfen. beschissener. Ah, ich verstehe. Ah, das ist natürlich mies. Die Alte ist empfängnisunfähig. Die eine. Also, wenn ich bei Moldawien jetzt. Ne, war das Moldawien? Ne, nicht Moldawien, der hat einen Erben. Bei Kiew. Der hat bloß eine Tochter. Eine einzige Tochter. Und diese eine Tochter hat auch zwei Töchter mittlerweile geboren. Okay.
Und die älteste Tochter, die dann Spielererbin ist, ist empfängnisunfähig. Das ist einfach Ja. so ein richtiger Todesschlag für diese Familie. Ich hoffe ja einfach, dass das hier auseinanderbricht, wenn der stirbt. Oh, Mord. Verlobung erfüllt. Ah ja, stimmt. Meine Tochter ist ja jetzt mit dir verheiratet. Was, euer Neffe? Ja, warte, du bist doch mein Neffe, genau. Neffe und Schwager von euch. Tochter und Schwägerin von euch. Oh Gott, ey. Es ist nicht richtig, Johannes. Es ist einfach nicht Nee, richtig. aber es ist wichtig, um Machtstrukturen zu halten. Wie Und sieht's bei dir aus? außerdem ist dein Haus eh stärker, aber es wird wahrscheinlich eh so ausgehen, dass dein Haus meins übernimmt, früher oder später. Deine Dynastie Gut sich dann meine möglich. einverleibt. Ich bin guter Dinge. Ich habe gerade einen Mordkomplott eingeläutet gegen die Erbin von Kiew. Und ich hoffe, dass dieser Oberhäuptling von Kiew, Verteidiger des Glaubens, den hat er nur gekriegt, weil mein Religionskrieg schiefgegangen ist. Es war richtig dumm. Ich kann ein Bündnis mit wem aushandeln? Ja. Bündnisse sind immer gut. Wunderbare Neuigkeiten. Wie sieht es mit dem Ränkespiel aus? Drei Agenten einladen. Oh, da geht noch einer mehr. Bestechung. Sehr schön. In 9 Monaten wird die Erbin von Kiew wahrscheinlich das Zeitliche segnen. Ich muss das Reich jetzt so zersplittern, dass wenn der stirbt, dass einfach alles verloren geht. Weil dann kann ich mir ganz viel kleine. Ach ja, stimmt, ich bin ja gerade im Krieg mit jemandem. Stimmt. Dem da unten. Soll ich dem zur Unterstützung kommen? Ach ja, komm, das bringt Prestige. Alle Armeen ausheben. Ich unterstütze jetzt mal dein Reich. Ich unterstütze bei dir auch was. Mit Das Halt, ist tschüss. schön. So kommen wir doch auch vorwärts, indem wir unsere Vasallen in ihren Kriegen unterstützen. Alle auflösen. Wenn ich mit diesem Mordkomplott durchkomme, das wäre so geil. Das wäre einfach so absolut geil. Dann kann die nämlich auch keinen Sohn mehr zeugen. Und sie ist selbst eine Mörderin. Das ist sehr gut. Oh, ich habe eine Enkelin. Russischer Name. Ach komm, Tatjana war ein schöner Name. Den nehmen wir einfach wieder. Druckmittel und Geheim. Oh. Ich habe mittlerweile ganz schön viel Hexen. Ja, das ist doch. Ich will jetzt endlich, dass die abgemurkst wird. Ich will wissen, wer dann der Haupterbe ist. Wahrscheinlich seine Frau. Oder die empfängnisunfähige Tochter. Wobei die ja auch hier. Ne, warte, wo? Wessen?
das ist der Grund wegen dem Moldawischen Reich. Ah, ich verstehe. Ja, nicht mehr lange. Wird sich anschließen. Ja, für 18 Gold geht voll klar. Sieht's aus da. Auch alles gut, sehr schön. Dann bewegen wir uns mal hier hin im Kriech. Ich will das sowas von, dass die stirbt. Minus 1000. Ah. Oh, das ist sehr gut. Da haben sich echt viele Leute angeschlossen. Also die scheint echt unbeliebt zu sein. In 2 Monaten ist es soweit. Und da meiner eh fettleibig ist, mir geht's zwar noch gut und mein Leben ist zwar noch in Ordnung, aber wer weiß schon. Ich meine, guckt euch mal den Dude an. Ich meine, da auf der Seite, der sieht echt schon nicht mehr so fit aus, oder? Also gesund ist das bestimmt nicht, wie der aussieht. Schauen wir auch mal an. Großelch und so. Ja, der ist schon dick. Ja, das ist schon gut Fülle, was der da hinbringt. Ja, meine Ex-Frau ist auch so. Deine Ex-Frau. Lass mal angucken. Die würde gut zu dir passen. Müsste auf meine Tochter gehen und dann auf die Mutter. Tochter, Mutter, oh ja, oh nee, nein, danke. Aber ich finde es faszinierend. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Spieler später mal so aussieht wie meiner jetzt. Außer halt fett zu sein. Oh, wie gefährlich die Wälder doch sein können. Gefährliche Reisen. Tja, dir hat das Zeitliche gesegnet. Ja, ich habe aber auch nicht die schönste Frau. Na, ich jetzt schon. Ja, du hast natürlich von mir einen Engel geschenkt bekommen. Was heißt geschenkt? Ja. Da kommen dann auch schon die Kinder raus. Na, mal schauen, was dabei rauskommt. Oh, stimmt, Wenn es dumm läuft, irgendwelche Inzestuösen. aber Inzestchance minus 50%. Ich bin rein blödig. Alle 50% ist schon ein ordentliches Minus. Sonst würde man das nicht machen, aber ich bin so ein Lannister, weißt du? Ach so. So ein Lannister, da wird auch 2 von 3 Mal geht gut. Naja, okay, wenn du das sagst. So, und mein Mordkomplott hat funktioniert und das Lustige ist, der Vater von ihr ist einfach auch gerade drauf gegangen. Das heißt, die eine, diese Empfängnisunfähige, die hat jetzt Kiew geerbt und die ist echt scheiße, was Militär angeht und hat kein Bündnis, hat keine Kinder, ist empfängnisunfähig. Ich mach die jetzt gleich platt. Ich fress gleich Kiew auf. Und diesmal wird es funktionieren, weil, wie gesagt, sie hat keine Verbündeten. Dann gib Gas. Ja, ich muss nur hier bei dem einen Krieg fertig helfen. Weil ich will nicht wieder in 2 Kriegen gleichzeitig sein. Ich weiß, wie das endet. Und dann wird Kiew geschmälert. Ja, okay, gut. Der Fettsack kommandiert keine Armee.
Obwohl er ein flexibler Anführer ist. Ja, finde ich gut. Wen kann ich an wen übertragen? Warte, was? Ach, hat er jetzt beide Titel oder wie? Ja, Tatsache, dann kriegt er den auch. Bitteschön. Was? Der hat 2600 Vasallen. Das ist echt viel. 2600 Truppen. Vasallen. Was laber ich für'n Scheiß? So. Okay, wie sieht's hier aus mit dem Krieg? Ja, gut. Es dauert noch einen kleinen Moment. Aber dann, ich glaube, ich kann mittlerweile auch wieder Krieg erklären gegen die. Gehen wir mal auf Diplomatie. Nee, ich habe tatsächlich nur mit dem da oben einen Waffenstillstand. Kann für 10 Jahre kein Krieg erklärt werden. Das ist mir relativ. Auf geht's. Nehmt das Ding hier jetzt endlich ein. Auf das Polen weiter wächst. Ja, nee, jetzt reicht's mir. Ich ziehe mich zurück in meine Lande. Bis dahin habt ihr die 100%. Das ist mir jetzt zu doof. Ich habe mich schon genug in diesem Krieg beteiligt. Johannes, du bist so still. Was ist los? Ach, bei mir ist hier wieder so richtig einfach überall Krieg. Gegen den Bauernaufstand. Ach, das ist Bauernaufstand bei mir irgendwo. Nee, nee, da ist auch noch was anderes, aber die prussische Armee kann ich eh nicht leiden. Ich versetze denen jetzt einen Schlag. Und. Wow, wo kommen die 3000 Mann her? Ja, du hast es halt wieder mit allen. Ach, du willst den unterwerfen, oder was? Nee, ich habe mich da nur eingemischt, aber ich weiß nicht, ob das die beste Idee war. Das Ich ist habe ein nicht gewilligt. Unterwerfungskrieg. Ach so, ja, bei mir ist ein Unterwerfungskrieg, ja. Ja, du unterwirfst, Aber. so sei es. So, Kiew. Krieg erklären. Herzogtum erobern. Ziel ändern. Kiew. So, diesmal mache ich es richtig. Die sind weit unterlegen, aber. Ah, ich warte noch ein bisschen. Ich kann ja hier noch 3600 Truppen insgesamt kriegen. Und die hat schon Krieg. Mit wem hat die denn Krieg? Oh Gott. Mit so einem riesigen Flatscher. Sind meine ganzen Truppen hin. Ja, die soll sich da ruhig ein bisschen ausmalzen. Bei dem Krieg kann ich auch noch gewinnen. Oh, ich habe schon 3600 Truppen. Ja, geil. Dann hätte ich mal sagen, ja, Maria ist gut. Keine Zeit für Namensgebung von irgendwelchen Enkelkindern oder sowas. Herzogtum erobern, Ziel ändern, Kiew bestätigen, Krieg erklären, alle Armeen ausheben, Luft holen. Und vorwärts. So. Ich habe noch irgendjemand in Hexerei eingeweiht. Das ist auch gut. Wie sieht es hier aus? Ich kriege auch mittlerweile 4,23 Punkte pro Monat in Bekanntheit. Wie viel kriegst denn du, Johannes? Bekanntheit. 2,4.
Ja, da hat sich mein Haus dann doch schon ein bisschen. Ne, etabliert, ja. Ja. Ja, ich meine, wenn du auf die Karte gehst, das Haus Oktamir hat halt echt zwei Königreiche. Das ist halt Tatsache. Ah, wie kommen wir denn hier vorwärts? Ach, das kann ich eigentlich mal machen. Und den holen wir auch noch. Oh, gebrechlich. Ich glaube, das liegt in der Familie, dass die Alten gebrechlich werden. Na, der ist jetzt 53. Das war beim anderen auch so. Aber das hat ihm tatsächlich, ich glaube, noch 10 Jahre oder so hat er danach echt noch gemacht. Aber der war halt auch um einiges fitter als der. Wie sieht's aus mit meinem Spielererben? Der ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Der ist auch kerngesund, der hat keine negativen Eigenschaften. Der ist echt gut. Ist ein weiser Mann. Kräuterkundler. Hat Bildung von 23. Das wird ein richtig gutes Kulturoberhaupt. Ja, das wäre das Gute, ein gutes Kulturoberhaupt haben. Ja, dann kriege ich endlich Stadtplanung. Und wenn ich Stadtplanung habe, kann ich hoffentlich das mit den Besitztümern schon machen. Andernfalls muss ich, glaube ich, sogar noch. Apropos, das kann ich mal gucken. Stammesautorität ist auf 3, ich brauche 4. Wenn ich 4 habe. Du bist gestorben. Ja, Pause. Ja. Gerade mache ich Small zu. jetzt ist König Oktalof der Zweite Horstowitsch von Oktarreich, der neue Herrscher. Der König ist tot. Der König ist tot. Lang lebe der Lang lebe König. der König. Horst Tomaszewicz. ihr seht es ja, da oben ist er. König Oktalof der Zweite, Horstowitsch von Oktarreich. Schaut Das sein. ist der komplette Titel. Ah, Moment, aus dem Hause Oktamir. Ja, ist ein junges Kerlchen, du noch relativ 35. Ja, 35, das geht. Wie Das gesagt, Spielererbe sieht auch nicht schlecht aus, du. Oder es ja. kränkt dich gerade. Aber das kann er verlieren. Ja, ich meine, ich habe einen Bildungswert von 20. Das ist voll krank. Das ist genial für deine Kultur, aber bei mir ist es nicht so genial. Aber ja. Gelehrsamkeit. Oh, was macht man da? Ja, wir nehmen Gelehrsamkeit. Dann kriegen wir einen höheren Entwicklungszuwachs. Das ist gut für uns. Und wir kriegen. Oh ja, das ist sehr Mein gut. absoluter Vorteil war natürlich, dass mein Spielererbe so jung war und ich mit 13 an die Macht kam. Ja, Und dadurch hast mein du eine lange Spieler wurde Herrschaft. ja, mein Spieler wurde nur 49. Das war ja recht schade. Aber genau, wenn man uns das jetzt nochmal anguckt, da hat er halt leider Krebs und hat den Kampf nicht geschafft. Ja. Ja, das ist halt echt Jetzt noch die unpraktisch. zwei mal wieder verheiraten. Wie Wer war bitte? da schon dabei? Sind? Ach, sei die Tochter von der, die war ja schon zweimal verheiratet, da ist der Mann wieder gestorben. Könnte man eigentlich mal gucken, ob wir die nochmal verheiratet kriegen, ey, mit irgendeinem Schlaubert. Wie wäre es mit jemandem, gut in der Verwaltung ist? Aha, Theodulos, du bist 19. Der andere angelsächsische oder ein bayerischer. Der Eggehard. Er ist ein bisschen älterer. Ist ja auch ein gescheiter Alter, ist vorbei. Die für alte Frau macht die schon mal was her. Hier, der sieht aus, als wäre da gar nichts Besseres.
Kinder, ich saß auf Kinder entfesselt. Völlig in Ordnung. Eine mystische Meine Kommunion 50. abhalten. Nur ihr werdet das wirklich wissen. Auf wem? So. Oh, der durchlauchte Doge. Baldo. Sie ist alpinisch. Ja, das hört halt sehr geil. Ich krieg in Frömmigkeit plus 3,37 durch meinen Bildungswert auch. Was natürlich für die Religion jetzt auch absolut genial ist. Weil das Polykanertum, wenn man sich es mal genau anschaut, ist mittlerweile kein unerheblicher Fleck auf der Karte. Also es ist echt schon ordentlich was. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall den Krieg um Kiew weiterführen und ich werde jetzt dann auch gleich mal aus der Pause gehen, nachdem ich noch schnell zwei Bündnisse aushandeln angewählt habe. Und weil das Königreich Polen muss natürlich wieder mit uns verbündet sein. Und ich drücke mal wieder auf Play und wir schauen mal, wie der Krieg so vorangeht. Weil das ist ja eigentlich gerade das Wichtige. Voller Beschützer. Die Ludmilla, lass ich die wirklich diesen durchlauchten Typen heiraten? Warum auch immer mir das angedeutet wird, vielleicht macht sie ja gute Kinder mit ihm. Matrilinear macht er nicht. Ach, und ich habe schon einen Spielererben. Das ist ja super geil. Ist zwar kränklich, aber stattlich und kerngesund. Ha, das ist sehr geil. Und ich meine, ich habe auch echt eine hübsche Frau. Ja, sehr schön. Die Polen sind wieder ins Bündnis eingetreten. Wunderbar. Oh, Scheiße. Ich überlege, ob ich. Oh. Zu spät hätte ich doch diesen durchlauchten Onkel doch genommen. Aber naja. Lass mich schneller weg sein, bitte lass mich schneller weg sein, bitte lass mich schneller weg sein. Oh ja. Oh ja. Das war gut. Okay. Dann brauche ich Söldner. Scheiße, nicht genug. Dann brauche ich Verbündete. In den Krieg rufen. Hier geht's wieder Schlag auf Schlag. Ein Krieg nach dem anderen. Ja, mit Johannes? wem soll ich denn jetzt schon wieder im Krieg? Kiew hatte ich doch schon angedeutet, dass ich da noch Hilfe brauchen könnte. Ja, ich muss erstmal hier runter. Und. Oh, mal wieder was Neues. Ist nicht länger euer Freund, ist nicht länger euer Freund, ist nicht länger euer Freund. Ja, ich will niemanden enttäuschen. So bin ich halt. Ja, die ist da drüben noch im Krieg, das ist gut. Dann kann ich hier nämlich mehr machen. Und wenn ich den Krieg übernehme, kann ich einfach darüber rennen, kann da noch zwei, drei Leuten auf die Schnauze hauen und dann ist er auch gewonnen. Ihr sollt ruhig versuchen, sich da aufzuriegeln, während ich hier ein Riesenstück Land haben will. Die mag mich gar nicht. Überall die ganze Zeit Krieg. So ist es. Ja, hier muss ja auch mal Land vereint Aber werden. bei dir ist die ganze Zeit innerhalb deines Dings Bauernaufstand und sonst ein Zeug. Irgendwie ist es gar nicht so gut. Ich kann da. Was? Du kannst da was. Das nervt langsam. Ich habe hier unten vier Kriege offen. Mehr Frömmigkeit. Und meine Tochter ist immer noch nicht verheiratet.
Ja, ist ja auch nicht so wild, oder? Oh, 79, 154. Oh, das hätte ich mal vorher bedenken müssen. Ja, der kriegt da zwar ein Druckmittel, das ist mir relativ bums. Hauptsache, ich krieg da gut was an Vorteilen, weil ich meine göttliche Führung, hingebungsvoller Beschützer, der Theo, ey, ich bin ein richtig krasser Dude. Jetzt kommt der von da oben mit seinen 3679 Truppen. Johannes? Ich bin gerade hier verwickelt in den Krieg, in den ich gar nicht verwickelt konnte. Mal, ich habe dir schon Truppen geschickt. Die Beziehungsweise wurden kurz vorbei, aufgehalten. ja. Die wurden aufgehalten. Das ist unpraktisch. Wo sind meine anderen Truppen? Aber das Dresden ist nicht weit. Ah, da unten kommen 1200. Das könnte tatsächlich noch passen, oder? Die müssen da außen rum, oder? Irgendwie. Oh, da hat sich was gedreht, ey. Oh Wie ne. geil. Sehr geil. Der Krieg wurde entschieden und der Bauernaufstand innerhalb deines Reiches dadurch auch beendet, glaube ich. Wir werden es gleich sehen. Ja, dann schick mal schnell deine Truppen hier rüber. 1700, ich komme. Ich habe hier nämlich, glaube ich, gleich ein Problem. Ja, das werde ich nicht schaffen. Ah, doch. Gerade so, hey. Weil wenn du da bist und die 1239 Truppen von da unten, dann mache ich aus der alten da Geschnetzeltes. So, jetzt geht's nach Tschernobyl. Ja, Jojo, du kannst auch direkt nach Tschernobyl ziehen. Kannst dich ein bisschen verstrahlen lassen. Für jeden, der es nicht gewusst hat, da liegt Tschernobyl. Ich muss jetzt erstmal meinen Unterwerfungskrieg hier. Ja, nee, deine 1900 Truppen da, das passt ja. Wenn die nach Tschernobyl kommen, dann ist alles tutti. Tschernobyl. Wenn ich das eingenommen habe, dann habe ich schon zwei von den 1, 2, 3, 4, 5 Grafschaften, die ich mir gleich auf einen Schlag einverleiben werde. So, und das habe ich auch. Und dann Und ist das Level. Verwerfung. Und dann haben wir noch hier. Wo ist das? Oh. Was haben wir denn hier? Ja, der muss gute Meinung von mir haben. Das ist immer gut. Fraktion gegen mich gegründet. Was? Anspruchsteller. Warum bist du ein Anspruchsteller? Möchte einen Sitz im Rat. Anspruchsteller auf Titel. Hat versucht, mich zu ermorden. Was? Was? Wer hat versucht, dich zu ermorden? Einer meiner Vasallen. Nicht schön. Und zwar der, dem du vorhin geholfen hast. Der hat echt eine scheiß Meinung von mir. Wem habe ich denn? Geschenk schicken. Das macht 34 aus. Das ist halt echt nichts. Beeinflussen. Was geht da noch? Hexerei, da ist müsste Komplott schmieden. Was ist das denn?
Ich habe hier unten eine Plünderung stehen. Die hat minus 338.577,78 Tage. Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Das ist irgendwie weird. Vor allem, weil wir noch gar nicht so viele Tage in-game spielen. Oh, irdischer Fokus. Was geht da? Einblick in den Himmel. Was bringt mir irdischer Fokus? Ja, aber sowas von. Und zusätzliche Steuern. Oh, das ist so ein guter Herrscher. Der hat bis jetzt nur Positives mit sich gebracht. Hat gut Menge an Truppen. Oh. Und mein Spielererbe ist nachdenklich geil. Das ist richtig gut. Gnostizismus? Was ist denn Gnostizismus? Das ist das, was wir als Dings haben, Gnostiker, also die Lehren des Universums wirklich zu verstehen, Tetragrammaton und viel mehr. Aber um es kurz zu fassen, das ist ein Punkt, den wir in unserem Glauben haben. Lies es dir doch mal durch. Ja, werde ich mir später durchlesen. Johannes, zieh mal deine 2100 Truppen nach Kiew. Der neue Hauptsitz unseres Königreichs, wenn es eingenommen ist. Sehr, sehr schön. Und ich werde mich wahrscheinlich ziemlich baldig irgendwann mit den Chazaria anlegen. Wenn ich das hab, weil ich muss da tatsächlich dagegen gehen. Die fressen sich nämlich nach Russland rein. Ich werde erst da Minsk und dann Nowgorod, zwischenzeitlich dann auch natürlich doch das Kaiserreich Russland gründen. Aber so wie das jetzt gerade aussieht, wird auf jeden Fall Kiew mir gehören. Ich finde das so geil. Die hat ihre ganzen Truppen dagegen. Was ist das? Tschernigow. Was ein Name. Gegen Tschernigow geschickt. Und ich nehme jetzt einfach ihr Land ein. So richtig dreist. Bei mir wird geplündert, weil meine ganzen Einheiten unterwegs sind. Ich halte direkt eine. Alter, Jojo, dein Reich ist einfach so asozial groß mittlerweile. Mir fällt aber gerade was ein, beziehungsweise auf. Du musst gucken, dass du möglichst bald das Großreich gründest. Ja, sonst splittet er sich wieder ab, der Oberhäuptling wahrscheinlich. Richtig, dann gibt es nämlich da oben das Königreich Litauen. Aber da ist kein König. Es gibt das Königreich Litauen ist noch nicht geschaffen. Wenn ich es nicht schaffe. Geh mal auf deinen grünen Reiter oben, auf die Krone. Und dann geh auf Nachfolge. Und dann siehst du unten immer, was an Titeln. Verlorene Schiffe, ja. Richtig. Und da wird wahrscheinlich das Königreich dabei sein. Ja, aber das macht momentan mal noch gar nichts, weil ich habe eh keinen Spielererben, deswegen sieht man da überhaupt gar nichts. Ist nicht aussagekräftig und das ist erstmal egal. Wer weiß, vielleicht schaffe ich ja dieses Dings noch. Ja, also ich meine, dein Herrscher ist ja gerade erst mal 41 und dem sein Gesundheitszustand ist gut, also es Und könnte deine Tochter schon. ist schwanger. Ja. Ja, wenn du nur einen Sohn hast, wäre natürlich ideal für dich. So, Hauptstadt. Wie viele Punkte noch? Was geht da? Festung stürmen geht gerade. 18 Tage noch.
Oh, diplomatische Expertise. Die Frau ist auch super gut. Also ich muss sagen, das ist jetzt ein richtig geiler Spielererbe. Oh, es wird Winter, schmilzt, da schneit sogar. Cherché. Okay, dann geht's jetzt weiter nach Korsan. Korsun. Jojo, ziehst du deine Einheiten auch runter nach Korsun? Danach dürfte es eigentlich auch so gut wie erledigt sein. Ich meine, das, worum es in dem Krieg geht, ist eigentlich fast alles eingenommen. Ich empfehle dem, dass der den Krieg hier aufgibt, weil sonst muss ich dem noch auf die Schnauze hauen dafür, dass der da Denn das würde ich Kiew dann haben hören. will. Ich hoffe, mir jetzt erstmal einen Sohn gebärt. Alles andere wäre tragisch, weil ich habe jetzt die Tochter verheiratet und zwar mit einem deiner Vasallen wieder Inzest Calling. Ja, die sind irgendwie ganz fern miteinander verwandt. Also jetzt ist es schon nicht mehr schlimm. Wobei da vielleicht schon vorher zu viel Vermischungen stattgefunden haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Also ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, was dein Kind anbelangt, das da jetzt rauskommt. Ich meine, Ich hoffe, dass nein. Ich habe, also ich selber habe ja minus 50% Alter, Inzest. Jojo. Ist ja voll gut. Einbütig, Mann. Na, warte mal, ich lese dir mal vor, wie du zu mir stehst. Du bist mein Onkel, mein Cousin und mein Schwager. Hey, da oben haben wir angegriffen. Das ist Hier. so schlecht. Das ist so schlecht. Wo Guck mal, da bist? oben wird was angegriffen. Was wird angegriffen? Da wird nichts angegriffen. Nichts von mir. Feindliche Armee. Was? Nein. 3000 Mann. Nein, scheiß auf die. Wir nehmen da unten jetzt Korsun ein und dann gehen wir rüber nach Schitomir. Und dann. Ey, ohne Scheiß, das ist so ein inzestuöses Spiel. Ja, aber ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, da kommt ein Junge bei rum, weil ich will nämlich nicht, dass die. Oh, 666 Frömmigkeit. Siehst du, das ist alles toll. Alles toll. Das ist toll, ich rede darüber. Aber das wird ein tolles Kind. Ich bin mir sicher. Und ich bin mir sicher, es wird ein Junge. Und. Gott, ey, ohne Witz, zum Schluss steht Ja. da, du bist mein Vater, mein Bruder, mein Onkel, mein Cousin und alles zusammen. A perfect circle. Ein Ja. Stamm, ein Kreis. Apropos Stammbaum, da wollte ich doch eigentlich eh mal schauen. Der soll jetzt mal anfangen, den zu beeinflussen und dann versuche ich dir leicht, dass ich wohl bekehren lässt. Der lässt sich safe nicht bekehren. Ei, das ist doch verrückt. Also die Folge, was da alles jetzt für ein Scheiß passiert ist. Ja, wie lange haben wir jetzt schon wieder geredet, wir zwei? Ja, wir werden jetzt auch diese Folge abschließen. Mit dem Mit coolen Dude hier an meiner Seite. nein, nein, ich habe eine Tochter bekommen. Okay, der Büchsenmacher ist immer noch am Start. Da läuft es weiter wie zuvor. Und ich drücke hier jetzt mal die Pause-Taste. Und ja. Ja, okay. Gut. Leute, ohne Scheiß, cool, dass ihr einschaltet. Cool, dass wir das hier so weiter durchziehen können. Und die Kriege sind am Laufen. Kiew widersteht zwar noch, aber nicht mehr lange. Und in Polen sieht's sehr inzestuös aus. Man weiß nicht genau, was da Sache ist und wer wie mit wem verwandt ist. Das ist ein Fragezeichen. Ich Das weiß es ist, nicht. Ich weiß ja. es nicht. Aber auf jeden Fall cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ein fettes Dankeschön. Ich wünsche mir ein Like von euch und ein Abo. Und Ich lasst ihr mir auch. einfach da. Genau. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wie auch immer. Und Jojo, Adios. genau. Adios. Was auch immer.
Einmal ein fettes Adios und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.